Was machst du da? Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Es ist wieder Zeit. Eine weitere und brandneue Folge von... Ey, was machst du da? Leute, wie geht's euch? Hallo? Ich hoffe, ihr seid alle putz und munter und gesund durch diese Corona-Pandemie gekommen. Komischerweise habe ich mich immer noch nicht infiziert. Ich bin vom Coronavirus SARS-CoV-19, SARS-Man, bin ich immer noch nicht betroffen. Mich hat's immer noch nicht erwischt, obwohl ich jetzt vor 3-4 Wochen echt mies krank war. Aber es war kein Corona. No Corona. Selbst die Alte hier zu Hause. Hey Alte, du bist seit einer Woche positiv. Warum bin ich immer noch negativ? Alexa, warum bin ich negativ? Wieso habe ich mich eigentlich selbst immer noch nicht mit Corona angesteckt? Denn um einen herum wimmelt es ja quasi nur von Infizierten. Womöglich hatte man gerade noch jemanden in seinem eigenen Haushalt oder sogar neben sich im Bett liegen. Hey, Alte! Bei manchen Menschen scheint das Virus also nahezu chancenlos zu sein. Ein Grund dafür könnte allgemein ein besonders fittes Immunsystem sein. Ein fittes Immunsystem? Ich habe ein gutes Immunsystem! Hey Mille, ernährst du dich auch immer gesund? Also am liebsten esse ich Schweinesalami-Pizza mit extra Käse im Rand. Oh, Schweinesalami, oh. Eine Tüte Pommes mit Ketchup, Gyros mit Tzatziki, Eier mit Senfsoße, Burger, Döner mit alles. Ich ernähre mich gesund, Mann. Und ich treibe Sport. Ich bin eine Maschine. Für einiges Aufsehen hat neulich eine Studie aus Texas gesorgt. Die besagte nämlich, dass Menschen, die sich bisher noch nicht mit dem Coronavirus infiziert haben, von anderen als besonders gut aussehend empfunden werden. Aber es ist nun einmal so. Menschen, die sich um ihre Gesundheit bemühen, sich also gut ernähren, Schweinesalami-Pizza und auch Sport treiben, sehen nach landläufigen Kriterien nun einmal besser aus. Und sie haben auch meistens das bessere Immunsystem. Ja, Mann, du sagst es. Aber als Ungeimpfter wurde man auch sehr diskriminiert. Muss ich offen und ehrlich zugeben, ja? Sowohl in meinem Fußballverein als auch im familiären Umfeld. Mein kleiner Bruder redet nicht mehr mit mir. Mir wurde verboten, mit meiner Mannschaft Fußball zu spielen. Was ist das denn? Ich meine mal so, würde es einen Impfstoff geben, der wirklich zu 100% Wirkung zeigt oder zu 98,75%, dann hätte ich doch mit dieser Impfsache überhaupt gar kein Problem. Aber Leute deswegen zu verurteilen oder auszuschließen und in irgendeiner Weise zu diskriminieren, das ist schon echt ein bisschen Keker, ne? Ich meine, wäre es eine Impfung, eine Spritze, bumm, jagst du die hier rein, okay, du musst nicht ins Krankenhaus eingewiesen werden oder sonst was. Aber ich will doch keinem zu nahe treten, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin noch nicht geimpft und wenn ich aber so eine Beispiele hier sehe... Laut Daten der Betriebskrankenkassen gab es bis August mehr Arbeitsunfähigkeitstage wegen Impfnebenwirkungen als nach einem positiven Corona-Test. Mehr Arbeitsunfähigkeit wegen Impfnebenwirkung als nach positivem Corona-Test. Finde ich doch, dass jeder das gute Recht haben soll, sich selber zu entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht. Ob es Sinn macht, das Risiko einer Impfung einzugehen, schreibt doch selbst BioNTech in ihrem Jahresbericht 2019 auf Seite 15, ich zitiere, unsere mRNA-Kandidaten haben nicht die gewünschte Wirkung und es treten Nebenwirkungen bis hin zum Todesfall auf. Zitat Ende. Ähnlich in Frankreich. Dort hatte die Familie eines nachweislich an der Covid-Impfung verstorbenen Großvaters die Lebensversicherung verklagt, nachdem diese die Auszahlung verweigerte. Ein tödliches Risiko einzugehen, ist juristisch gesehen wie Selbstmord zu werten, da die Unschädlichkeit der Impfung noch nicht nachgewiesen sei. Die Impfung des Großvaters entsprach somit einer freiwilligen Teilnahme an einem Experiment der Covid-Impfung auf eigene Gefahr. Die Nebenwirkungen, in diesem Fall den Tod, habe er billigend in Kauf genommen und somit selbst verschuldet. Bei solchen Beispielen, da fasse ich mir den Kopf.
Was ist das denn? Ich erinnere mich ganz gut dran. Um mal ein Beispiel von mir zu nennen. Ich hatte mit meiner Mannschaft sonntags ein Spiel, das war so Ende November, Anfang Dezember. Ein Auswärtsspiel in Heiligendorf. Und wir haben uns dort als Mannschaft auf dem Parkplatz getroffen, bis dann die Nachricht durchgedrungen ist, ich als Ungeimpfter oder die ungeimpften Spieler, und das war nun mal nur ich, immer war es ich, immer bin ich es. Warum ich? Ein ungeimpfter Spieler darf sich nicht mit seiner Mannschaft umziehen in einer Kabine. Dann dachte ich mir schon, hä? Wir spielen hier die ganze Zeit zusammen Fußball, aber ich darf mich nicht mit euch zusammen umziehen. Ich habe doch aber einen Test. Der Test ist auf negativ. Er ist negativ. Ich bin nicht infiziert. Dann hieß es, ich solle mich draußen um die Ecke, da ist so eine Garage, da sind auch ein, zwei Spieler vom gegnerischen Verein, da könnte ich mich doch umziehen. Als ich dann die Jungs gesehen habe, sie haben mir einen umgedrehten Bierkasten als Sitzmöglichkeit gegeben. Was ist das denn? Also das war schon echt lächerlich, wie ich finde. Man wurde automatisch diskriminiert. Aber das soll auch kein Hater meine Mannschaft sein oder so. I love you so. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sieht das doch alles schon wieder ganz anders aus. Die Leute feiern, stehen da, bauen den Maibaum auf, tanzen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Jetzt macht das alles wieder richtig viel Spaß mit den Jungs. Ich kann endlich wieder ganz normal mit meiner Mannschaft Fußball spielen und zusammen Zitronenbrause trinken. Endlich wieder Fußball zocken mit Leuten so wie Julian Quack. Rope, grüß dich, siehst aus wie Pede, Junge. Hamburg, mit Leuten so wie Mr. Trizeps, sei gegrüßt, Alter. Julian Quack. Silas. Lotzi Mabuse, du alte Säge. Julian Quack. Es macht einfach so Spaß, in diesem Verein zu zocken. Letzten Sonntag haben wir gegen Eintracht Nord gespielt. Wir haben 9-3 gewonnen. Wie geil ist das denn? Und ich habe sogar ein Tor geschossen. Ey, ich schieße fast nie ein Tor, wirklich. Aber ich muss zugeben, das war so ein richtiges Kacktor. Ey, Junge, das Tor war so schlecht. Aber es war mir egal, ich habe mich mies gefreut. Für die Leistung, was wir mit der Mannschaft erreicht haben. Alle sind auf mich zugestürmt und haben mitgejubelt. Und um zu beschreiben, wie dieses Gefühl war, als ich ein Tor geschossen habe. Leute, dieses Gefühl war so... Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Wer es natürlich noch nicht getan hat, der kann diesen Kanal kostenlos abonnieren. Stell's dir mal vor. Jedes Abonnement ist wichtig. Von daher, Leute, lasst euch nicht lumpen. Und peace out. Hey, pass auf, ich nehm dir deine Krone weg. Hey, und hau euch allen auf die Fresse, nenn es Obelix-Effekt.